Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Marvin Wolfsrudel. Ich bin wieder zurück im Let's Play-Geschäft und mache heute mal wieder ein Let's Play. Diesmal, wie ihr schon sehen könnt, von Formel 1 2013. Ja, das habe ich mir vor 2 Wochen für 10 Euro geholt und jetzt habe ich die Saison fast durch. Wir fahren das letzte Rennen in Brasilien. Wie man schon sieht, es regnet. Endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung, bisher hat es nur einmal geregnet. Und wie ihr auch sehen könnt, bin ich aktuell bei Sauber unter Vertrag. Bin aber schon im letzten Rennen, also in Abu... Nein, das letzte Rennen war USA, Austin. Bin ich schon Weltmeister geworden. Habe Lewis Hamilton einige Punkte geschlagen, kann man sagen, ja. Jetzt gucken wir mal unsere Einstellungen. Nein, die habe ich schon alles schön eingestellt. Das ist für das Regensetup. 18 Runden haben wir heute. Benzinstrategie lassen wir auf normal. Und bei der Hälfte, machen wir bei 10 Runden, wechseln wir auf Regen. Das ist eh gut, weil die halten recht lange. Kann man jetzt leider nicht mehr nachsehen. Gut, dann starten wir gleich mal. Das ist eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen. Fährt sich richtig toll. Gut, im Regen wird das natürlich ein bisschen rutschig. Aber gut, wir schauen, was wir machen können. Renndistanz ist übrigens 25%. Schwierigkeitsstufe ist, dass jetzt aus bestimmten Grund wegen der Reifenprobleme auf Amateur... Spiele ohne Bremsding, ohne Bremshilfe, aber mit der Traktionskontrolle und ABS. Und jetzt endlich mit Lenkrad, wie man schon sehen kann. Gut, dann hoffen wir auf einen guten Start. Ah, das ist. Da drehen die Räder wieder durch. Ich weiß echt nicht. Ich fahre ja leider ohne Pedal. Immer richtig. Oh, scheiße, das ist aber rutschig. Nee, da starten wir nochmal hinten, nochmal von vorne. Man geht ja gleich so übermütig ran, obwohl man halt es nicht mehr gewöhnt ist, wie es im Regen zu fahren ist. Da haben wir richtiges Aquaplaning hier fast schon, ja. Ich kann jetzt mit den Knöpfen halt nicht so richtig Gas geben. Das ist echt beschissen, ja. Ja, siehst du, jetzt überholen mich schon alle. Gott sei Dank. Den Alonso packe ich mir noch. Ist im realen Formel 1 Leben mein absoluter Favorit, mein Lieblingsfahrer. Und schon haben wir ihn, siehst du, der hat ja keinen Skill. Der Platz wäre eigentlich egal, welchen wir bekommen, weil Weltmeister bin ich sowieso schon. Aber ich möchte es schön mit einem Sieg abrunden. Vielleicht bekomme ich beim letzten Rennen auch noch ein schönes Vertragsangebot. Von McLaren, Mercedes, Ferrari oder Red Bull. Darauf warte ich nämlich noch. Boah, das ist echt schwer hier zu fahren, muss man schon sagen. Ja, das ist wirklich schwer. Vor allem, wenn du halt über dem Gaspedal kannst du ja schön das Gas regeln, wie viel du Gas gibst. Und das ist vor allem in den kleinen Kurven göttlich. Aber hier fahre ich auch, wie es wäre wie mit W oder mit W, also der W-Taste oder mit der Pfeil nach oben Taste Gas geben. Du kannst es halt schlecht mit den Knöpfen kontrollieren. Also ganz leicht. Bisschen besser als bei der Tastatur geht's. Oh, der ist hier direkt hinter mir. Scheiße. Bald haben nächste. Na, DRS gibt's ja nicht. Gute Sache. Im Moment melden die Wetterberichte eine Wetterwetterung. In etwa 15 Minuten wird leichter Regen erwartet. Und was ist das jetzt hier? Ist das schwerer Regen? Okay. Das wird die Strecke aber wahrscheinlich nicht abtrocknen lassen. Wenn ich sage 18 Runden, eine Runde dauert. Wie lange dauert eine Runde? 1,30. Nee, du überholst mich nicht, Alonso. Nein. Können sie auf der Geraden eh vergessen, weil sie viel zu schnell abbremsen. Und ich kann bis zur letzten Rille an den Bremspunkt ranfahren. Ich muss auch sagen, ich habe das Formel 1 2012 erst mit Tastatur gespielt. Dann habe ich mir jetzt eben neulich das Formel 1 2013 geholt. Und habe da dann ein Lenkrad von meinem Freund bekommen, um das mal zu testen. Ich habe vorher noch nie mit Lenkrad gespielt und am Anfang kam ich überhaupt nicht zurecht. Mit den Pedalen war das eigentlich das Problem. Aber die habe ich dann einfach umgestellt, da das Lenkrad so zwei Knöpfe hat, wo man auf dem Lenkrad, wo man so schön hinkommt, wo man schön Gas und Bremse betätigen kann. Und dann habe ich das Pedal einfach weggelassen und fährt sich so wirklich super, ja.
Aber ich merke, ich bin verdammt langsam, weil die holen mich nämlich ganz schön ein. Das wird ein... Da muss ich die jetzt 16 Runden lang halten, das hoffe ich mal nicht. Und schauen. Und ich hatte ja keinen Kers mehr. Aber die haben sowieso Vorteile, was den Reifenverschleiß angeht. Achtung, Nässe. Ja, das ist mir schon klar. Nein. Oh, scheiße. Oh, nee. Was nur 1,5 Minuten ist. So. Ah ja, stimmt. Die Runde dauert ja hier nur 1,25. Oh, nee. Jetzt kommt... Nein, nein. Oh, Wahnsinn. 0,5 war die Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja quasi gleichzeitig. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Eine halbe Sekunde. Hier kann man wenigstens voll fahren. Oh, nee. Wenn sich hier nicht so wegdrehen würde, das ist echt... Ich kann halt nur leider Vollgas geben oder gar kein Gas. Also so leicht antupfen. Aber leider, das ist halt schon hier so ein richtiger Nachteil. Ich werde wahrscheinlich wird vor dem Video noch ein Video vom Nürburgring auftauchen. Da sieht man es auch, da hat es zum Ende der Runde, des Rennens zu ringen angefangen und ich hatte halt noch die Slicks drauf und keine Regenreifen, weil die anderen hätten auch nicht mehr gewechselt, das war halt leichter Regen, aber es war schon ein bisschen rutschig. Und da musste ich mich wirklich retten, also das war wirklich in allerletzter tausendsten Sekunde, in der ich als erster über die Ziellinie gefahren bin, das war echt Wahnsinn. Ein Boxenstopp, ich weiß. Hier ist auch so gefährlich, wenn du... Ja genau, wenn du hier zu viel Gas gibst, dreht sich gleich. Vettel 1,25. Was habe ich dann für Rundenzeiten? Warte, da guck mal schnell meinem Renndirektor nach. Rundenzeiten. Was? Oh, die letzte war auch eine 1,25,9. Und Vettel hatte eine 1,25,3,8. Und Alonso hatte eine 1,25,8. Also fast gleich. Hamilton ist 5, da der ist sowieso schon Geschichte. Ja, schön rausgekommen. Die kleben echt alle dran. Und ich will jetzt hier nicht zu waghalsig rangehen und den irgendwie umdrehen. Dann kommt ein Safety Car raus. Das wäre zwar eigentlich perfekt, aber weil ich jetzt sowieso nicht davon komme. Ich will jetzt echt ein bisschen vorsichtig fahren, aber auch wieder schnell. Das ist halt so eine Ermessensentscheidung. Dann holt er sowieso wieder auf und wenn ich volle Rille fahre, dreht es mich nur noch. Und bei 4 Rückblenden, die sind schnell verbraucht, habe ich schon leider oft erfahren müssen. So, jetzt komme ich hoffentlich schnell aus der Kurve raus. Ja, komm schon. Ja, das könnte knapp werden, aber da kann er mich normalerweise nicht mehr einholen. Was sage ich da? Doch, kann er. Nee, die Runde kannst du es vergessen. Wir haben in Runde 10, glaube ich, Boxenstopp. Also hoffen wir mal, dass die Reifen so lange durchhalten. Raikkonen hat jetzt eine 1,24. Scheiße. Nein, jetzt kommt er. Nein. Oh, jetzt greift er wieder an, der kleine Rippe, der. Aber jetzt könnte Vettel das auch ausnutzen und an ihm vorbeiziehen. Der Regen wird wohl in etwa 10 Minuten etwas nachlassen. Oh, super. Das heißt, 10 Minuten sind 8 Runden. Also in Runde 13. Na, super. Dann kannst du mit den letzten 3-4 Runden noch ein bisschen bisschen leichteren Regen, bisschen besseren Grip ausnutzen, aber das bringt es dann auch nicht mehr. Eigentlich müsste der auch irgendwann mal Probleme bekommen, wenn er die ganze Zeit hinter mir fährt. Gut, es ist halt Regen, es ist dann schon kälter, da überhitzt so. Das ist nicht so leicht. Er ist neben mir. Ah, oh, ich wollte ihn schön abdrängen und gegen die Wand drücken, aber das geht hier leider nicht. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ja, super, und was? Mit was fahre ich? Mit halber Drehzahl, oder was? Ja, jetzt bin ich da gut rausgekommen. Sehr schön.
Sehr schön. Sehr schön. Weil ich muss sagen, es sieht wirklich toll aus im Regen. Also, haben sie. Der Regen ist wirklich eins der Sachen, die sie wirklich gut hinbekommen haben von Codemasters. Die Pfützen, die sich so schön spiegeln, echt tolle Sache. Aber es ist halt ein bisschen wenig Emotionen. Die sagen dir einfach, kriegst du eine E-Mail und der eine sagt, ja, du hast die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. Das war's dann auch. Das 10, wo man den Pokalbereich bekommt, Siegerehrung, kannst du knicken. Das ist dann schon ein bisschen schlecht. Oh, was ist da schon wieder dran? Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße, jetzt dreht's mich da noch fast raus. Wahnsinn. Also, das Dumme ist, wenn er einmal vorbei ist, ist er immer vorbei. Wenn du siehst, wie der mir dran klebt, könnte er viel schneller. Ist auch so bescheuert. Bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Ja, und 3 Runden später kommt er dann. Also in echt sind die 20 Sekunden, bevor er reinkommt, gehen die erst raus. Die Crew. Alonso, get skills, come on. Ja, wir kommen da immer ganz gut raus, aber... Naja, es ist Wahnsinn, wie er da beschleunigen kann. Aber nicht nach, da kommt er nicht nach, ja! Oh, jetzt hat er wieder was verloren. Oh, jetzt hat er wieder was verloren, das ist super. Ich glaube, Alonso ist auch. Ja, ne, härteste Gegner würde ich hier nicht sagen. Die werden alle ziemlich ähnlich sein, weil die werden keine Eigenschaften haben, aber. Kommt ja auch aufs Auto an. Jetzt ist er schon wieder dran. Ich raste aus. Die Kurve ist so richtig schwer. Also selbst im Trockenen drehst du dich da leicht. Aber es läuft gut mit dem Lenkrad. Vor allem mit der Reifenverschleiß. Wenn du halt mit der, den Pfeiltasten oder mit WASD, wie ich immer fahre, wenn du da immer also so abgehackt lenken musst, es verbraucht ja meiner Meinung nach auch mehr Reifen. Deutlich mehr. Hatte ich bisher nur bei 4 Grand Prix das Problem mit den Reifen, dass ich 2 Boxenstops machen musste, weil die schon den Geist aufgegeben haben. Oh, jetzt wäre da. Ah, jetzt ist er schon wieder dran. Das ist beschissen. 1,23. Da könnte ich jetzt toppen. Ja, jetzt haben wir jetzt die 8. Runde in 2 Runden Boxenstopp, okay. Ist der Wichser schon wieder dran. Ich raste doch aus. Okay, die haben wir sehr schön gekriegt. Oh, die haben wir... Naja. Es ist einfach eine Rutschpartie, muss man sagen. Selbst mit Regenreifen. Es wäre ja auch nicht schlimm, wenn ich hier nicht gewinnen würde, aber ich will es. Okay. Die Frage ist, gehen wir diese Runde schon rein oder doch erst im Jahrzehnten? Die Reifen, naja, ich kann das schlecht unterscheiden, ob sie schon aufgeben. Meistens kriegst du ja eh eine Meldung. Das Wetter im Auge und sagen mir Bescheid. Er lässt jetzt schon nach, okay. Dann fahren wir, glaube ich, noch, vielleicht sogar noch die 11. Runde. Und ich hatte in Austin das Glück, dass ich in der Box war. Das waren, wie viele Runden? 14. Und in der 6. Runde war ich in der Box. Und dann war das Geile. Ich hätte eigentlich erst zur 7. In die Box müssen. Dachte ich aber, naja, die Reifen fühlen sich nicht mehr so gut an. Lass in der 6. rein. Hätte ich halt 8 Runden mit harten Reifen fahren müssen, wäre hoffentlich kein Problem geworden. So, und dann bin ich aus der Box raus, fahre eine halbe Runde und was kommt? Safety Car. Da hast du natürlich eigentlich schon gewonnen. Alonso war eben da vor mir. Und das Dumme war, ich war dann halt schon so auf Safety Car fixiert, bin dann halt schon ein bisschen sparsam gefahren, auch um die Reifen zu schonen. Das Dumme war, Alonso ist aber volle Rille gefahren, in die Box rein.
Und wäre ich die Runde vollgefahren, wäre ja weit hinter mir gewesen. So ist er jetzt doch noch vor mir wieder rausgekommen. Und war dann eben vor mir, aber hab den gleich nach dem Restart überholt. Und die anderen sechs vor mir, ich war dann glaube ich siebter, die mussten dann vor mir eh in die Box. Und waren dann natürlich dann auf Platz 10 oder sowas, also weit abgeschlagen. Oh, jetzt versucht das wieder, jetzt versucht das wieder. Na, er muss zurückstecken. Er kommt nicht vorbei, weil er hat einfach nicht dieses... diesen Biss. Ich fahre bis zur 11. Ich mache es so. Ich fahre bis zur 11. Die Reifen müssten 14 Runden halten. Bei meinem Fahrstil wahrscheinlich nur 11 Runden, aber... ja, es sagt... ja, okay. Es wäre besser... ah ne, jetzt habe ich durch die Gischstoff, was ich mir gesehen. Was wäre besser, wenn ich vor ihm reinkomme, eigentlich nach ihm, ja, weil dann habe ich eine Runde frische Reifen, aber er wird wahrscheinlich diese Runde. Ne, er ist gar nicht mehr da, Hamilton ist jetzt hinter mir. Scheiße, der ist auch schon so nah dran. Das Dumme ist jetzt, wenn die eine Runde fahren können, das wird dann echt beschissen. Oh, ja, ich fahre diese Runde in die Box, ganz klar. Reifen geben auf, die Reifen geben auf. Alonso ist sicher vor mir. 100 Pro bin ich mir ziemlich sicher. Ja klar, wenn Hamilton schon so aufschließen kann, da vertust du jetzt, wenn du noch eine Runde länger fährst, da hast du erst recht keine Chance mehr mit dem Sieg. Ich weiß. Wenigstens kann man hier volle Rille reinfahren in die Box. Alter. Hamilton, tschüss. Aha. Ja, seht ihr, das volle Rille kannst du reinfahren. Das ist echt genial. Wahrscheinlich kommt Alonso da hinten. Ja, das. Alter, wie viele da stehen, die kommen alle rein, ja. Eine schöne Animation, sehr schön. Fahr los. 3,1 Sekunden, das passt. Oh, Hamilton ist auch reingekommen und. Oh, scheiße, und ich kommt ja nicht vor mir raus. Aber die haben so eine schöne Ausfahrt, da kannst du schön richtig Stoff geben. Und ich bin vor ihm, was? Jawohl, hat's doch was gebracht. Ja, Mann. Wo ist denn Alonso? Der ist ja nicht mal in den Top 3. Warte, Renndirektor, Renndirektor. Vierter nur. Was ist denn der für eine Rundenzeit gefahren? 1,36. Das war aber mit Boxenstopp, oder? Nee, war ohne. War der noch nicht mal in der Box? Doch, einen. Haben alle auf Regen gewechselt. Nee, zwei noch nicht, aber KTM, da scheiß mal drauf. Rosberg ist zweiter, gut. Und Hamilton auch nur fünfter, okay, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Gut, jetzt habe ich Rosberg hinter mir, das ist vielleicht dumm. Falls ihr euch wundert, warum die Mercedes hier so komisch aussehen, ich habe da so ein Skinpack drauf, habe ich auf einer Seite gefunden, die also echt hochwertige Skins für die Fahrzeuge machen. Und ja, da mir das Silber nicht so gefiel und wenn man hier sehen kann. Oh ne, du fährst mir nicht vorbei. Hat er ein eine schwarze Lackierung. Gefällt mir sehr gut. Und auch die McLaren haben die Lackierung von Bahrain 2014. Also dieses rein Silber Metallic. Mit dem Schwarz dabei. Ah, jetzt ist Vettel hinter mir. Vettel! Viermalige Weltmeister. Naja. Jetzt sollte ja der Regen nachlassen, dann hoffen wir auch. Naja. Wir müssen dann noch neun Rennen. Button. Okay. So eine schnellste Rennrunde wäre was für mich, aber wird es wahrscheinlich nicht geben. Wie ich mich kenne. Gut, müsste jetzt eigentlich nur mit frischen Reifen gehen. Müsste gehen, weil man anders die Reifen nachlassen. Hier habe ich noch mehr Grip. Jawohl. Sind wir gut reingekommen. Da müssen wir wieder gut rauskommen. Ja, sehr schön. Oh nee! Na, Wiederholung. Da machen wir eine Wiederholung. Ja, da sind wir schön rausgekommen.
mich wird das endlich eine schnellste Runde, das wäre echt was. Immerhin habe ich Rosberg abgehängt, also es muss die Runde gut gewesen sein. Ja! Habt ihr das gesehen? 1,21! Da bist du verrückt. Ja, jetzt wird die Strecke, glaube ich, trockener. Wir haben mehr Grip. Das spürt man so schon, ja. Man kann ein bisschen mehr riskieren. 1,21,9. Wahnsinn. Rosberg ist jetzt ein bisschen zurück. Oh, die anderen haben aber ganz schön Rückstand. Alonso ist wieder Dritter. Hat der Vettel überholt. Wundert mich jetzt auch. Wir haben ganz schön an Boden verloren. Ja. Über 2 Sekunden. Die ersten kommen schon wieder zum Überrunden. Ja, gut, das dauert noch ein paar Runden. Das könnte noch bis Ende des Rennens dauern. Ja, jetzt kann man hier viel schöner mit mehr Einsatz reingehen. Ja. Muss trotzdem noch aufpassen. Ah, das war jetzt nicht so toll. Ich möchte, ist eigentlich immer so ein Ziel, dass ich noch die letzten beiden überrunden kann. Wenn ich einen Boxenstopp mache, dürfte das auf. Na, scheiße. Ja, gut, DS haben wir ja nicht, aber trotzdem, bei einer Sekunde kann er schon attackieren. Alonso ist jetzt 3,3 Sekunden zurück, also. Hast du mich vorhin gesagt, dann wird es gleich zum Überrunden. Bei weitem noch nicht. Eine halbe Runde vorn. Ist er dran, der Wichser. Ist er down, schnell zu. Ah nein! Er ist schneller als ich, der Grippe. Rosberg, Rosberg. Nee, nee. Glaub mir nicht, meine schöne Runde. Vielleicht schaffen wir eine 1,21,0 oder so. Das ist ja schon extrem gut. Ja, super. Jetzt hat er wieder aufgeholt, sieht man ja eh. Scheiße. Naja, die Reifen müssen ja noch 4 Runden halten. Das wird jetzt echt so eine Sache. Ja, gut, die war 1 Sekunde schlechter als vorher. Gut, da bin ich jetzt sehr gut rausgekommen. Es könnte wieder eine Bestzeit geben. Aber jetzt habe ich leider das ganze Kers verschwendet, egal. Ist immer noch 3 Sekunden weiter hinten. Sind wir auch wieder sehr gut rausgekommen. Jetzt los, jetzt leckt's da ewig. Gibt's doch nicht. Jawohl, jawohl. Das wird eine Bestzeit. Komm schon, das wird eine Bestzeit. Ein. Wiederholung. Scheiße, jetzt wird es keine Bestzeit mehr. Das sehe ich schon. Oh, wie dicht der hinter mir ist, das ist der Wahnsinn. Der klebt mir echt am Diffuser. Nein, wieder nicht, verdammt! Ein 0,1 ist der hinter mir. Wahnsinn. Das Kers hebe ich mir jetzt für Start und Ziel auf. Jawohl.
Es muss einfach eine Bestzeit werden. Die Zeit sagt mir aber, ich bin eine halbe Sekunde schon wieder hinter meiner Bestzeit. Und der hat ja 1,4, also das wird wahrscheinlich nichts mehr. Geht mir schon wieder dran, das ist der Wahnsinn. Aber bei guten zwei Runden, hoffe ich mal, rette ich das ins Ziel. Das wird dann keine schnellste Rennrunde mehr. Aber da bin ich gut rausgekommen, ja. 1,4 Sekunden, das ist Wahnsinn. Also wird das eine 1,23. Ja. Na, nicht mal. Ja, Rosberg ist wieder eine Sekunde weiter hinten. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Letzten beiden Sektoren oder der mittlere Sektor war jetzt sehr gut, meiner Meinung nach. Das könnte noch eine Bestzeit geben. Könnte. Ich habe immer Angst vor dem schwarzen Auto. Es sieht so ein bisschen böse aus. Nein, es wird keine Beste. Das gibt's ja nicht. Wo habe ich die Zeit liegen? Ach so. Er misst ja die Zeit von der letzten Runde, deswegen. Da war ich halt eine Sekunde schneller als vorher, aber für die Bestzeit hat es nicht gereicht. Letzte Runde übrigens, jawohl. Rosberg ist zu weit hinten, das schafft er nicht mehr. Müssten schon irgendwie. Tank ist fast leer. Sieht man schon blinken. Alonso hat jetzt wieder ein bisschen aufgeschlossen. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen aufhört zu regnen. Also ich hätte das gerne auch nicht nur im Regen gefahren, aber das kann man sich ja leider nicht wünschen. Brennerbruch wäre auch mal schön. Jawoll. Und die letzte Kurve. Oha. Nein, sag mal bloß, der kommt jetzt nicht mehr vorbei. Ja, schon zieht er den kürzeren. Alonso überholt noch. Ah, er schafft es nicht mehr. Jawohl, Sieg. Und das bedeutet, ich bin Weltmeister. Das letzte Rennen des Jahres. 2013. Jau. Falls ihr euch wundert, wo ich den Helm her habe, da gibt's auch so eine Seite, wo man die Helme herbekommt. Sehr schön. Na, es war wirklich knapp. 25 Minuten haben wir gebraucht. Wahnsinn! Fahrerweltmeister und Zweiter in der Konstrukteurswertung. Zweiter. Du bist der Champion. Komm zurück in die Garage. Wir wollen mit dir die Korken knallen lassen. Gut. Sagen wir mal, 55 Punkte Vorsprung, ja, das ist doch deutlich. Alonso hat es nicht mehr gepackt, nee, bei weitem nicht mehr, Mark Webber. Aber Rosberg ist Sechster, super. Und Nico hat immerhin Grosjean überholt, aber es wäre ja sein Ziel gewesen, dass er Zehnter wird, naja. Und um 9 Punkte haben wir es nicht geschafft, ja, die Mercedes sind verdammt gut, muss man sagen, das ist Wahnsinn. Gut, bin ich mal gespannt, wie sie feiern werden.
Es ist keine Feier mehr, aber schade. Ah, Saison abgeschlossen. Eine Fahrer-WM, schnellste Runden 16 Mal, das ist schon super. Pole Positions haben wir 12, Durchschnittsplatzierungen ist die 4, gut. 13 Siege von 19 Rennen, das ist auch super, super. So viele Punkte. Konstrukteurs-WM leider nicht. Rivalen konnte ich hier aber nicht auswählen, wundert mich ein bisschen. Team 0 habe ich gewonnen, erfüllte Ziele 27. Und 38, Rang, was ist Rang 13? Ach so, Karriere-EP. Du hast die Formel 1 Fahrer-Weltmeisterschaft gewonnen. Dankeschön, aber ich bekomme wieder nichts. Wir haben wieder kein Vertragsangebot. Ich könnte ausrasten. Scheiße. Nee, oh, nee, ohne Scheiß. Muss ich jetzt wählen zwischen Sauber, Russia? Okay, na gut, das überlege ich mir nochmal. Na gut, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Mal was anderes. Sonst kommen ja meistens immer eine Ego-Shooter oder sowas. Und ja. Macht's gut, bis dann. Servus.